Herzlich willkommen bei 5 Ideen. Mein Name ist Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung geht es um Positionierung für Marken und für Unternehmen, denn ich präsentiere dir 5 Ideen aus einem meiner Lieblingsbücher, dem Buch Positioning von Al Rees und Jack Trott. Ein wirkliches Meisterwerk des Marketings, der Positionierung. Man lernt so viel über ältere und neuere Marketingstrategien. Du wirst daraus viel gewinnen. Es lohnt sich, das mehrmals zu lesen. Wenn du noch mehr wissen möchtest, was über diese Sendung hinausgeht, konsultiere auf jeden Fall den 5 Ideen Podcast und schau in den 5 Ideen Club. Die Links sind unter dem Video. Jetzt viel Spaß bei der Show. Idee Nummer 1. Der Schwamm. Die Hälfte der Marketingausgaben ist für den Arsch. Die Frage ist nur, welche Hälfte? Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit sind Informationen. Es ist so einfach, an Informationen zu kommen, das ist eigentlich eine wundervolle Situation. Alles Wissen scheint nur ein paar Klicks entfernt. Die Herausforderung dabei liegt allerdings viel mehr in der Überflutung von Informationen, die wir erleben. Die Autoren des Buches nutzen das Bild eines völlig übersättigten Schwamms, auf den wir versuchen, noch mehr Wasser zu gießen. Wir kommunizieren auf so vielen Arten mit unserer Umwelt und dadurch steigt die Lautstärke. Diese Überforderung zwingt uns dazu, dass wir viele Dinge ausblenden. Neben hunderten Fernsehkanälen, Radiosendern und Zeitungen haben wir nun auch noch Millionen Internetseiten, Videos, Online-Videotheken, Musikbibliotheken, Podcasts und vieles mehr. Allein eine Ausgabe der New York Times hat etwa 500.000 Wörter. Würde man alles lesen, dann bräuchte ein durchschnittlicher Leser etwa 28 Stunden je Ausgabe. Die Kommunikation selbst ist zu einem Problem geworden. Wie kann man in diesem Aufmerksamkeitskrieg überhaupt noch eine Marke aufbauen und eine Werbebotschaft platzieren? Die Lösung ist eine übervereinfachte, zielgerichtete Botschaft. Mehr dazu im Folgenden. Idee Nummer 2. Produktexplosion. Vor 30 Jahren führten Supermärkte durchschnittlich 12.000 Artikel in den USA. Heute werden 50.000 bis 100.000 Artikel angeboten. An dieser Front werden wir also als Konsumenten schließlich ebenso überflutet. Die Positionierung einer Marke, möglichst als Synonym für ein Produkt, ist das Ziel dieser Ära. Als Beispiel nenne ich hier mal Tempo für Taschentücher und Ceva für Küchenrolle. Oder an welche Marke denkst du zuerst, wenn ich dich nach dem Getränk Cola frage? Gleichzeitig sollte Expansion einer Marke auf weitere Produktgruppen mit Vorsicht betrachtet werden. Erinnerst du dich an Tempo Toilettenpapier? Nein? Warum ist das so? Hast du mal ein Tempo? Für die Nase oder für den A? So tappt man schnell in die Markenausweitungsfalle. Idee Nummer 3. Ein Satz. In einem Pitch fiel mir gegenüber einmal der super passende Spruch: What's new, what's the plot, what's the emotion? In one sentence. Diese Regel gebe ich in meinen Seminaren und Workshops immer an meine Teilnehmer weiter und locke sie so sehr schnell aus der Komfortzone oder aus den langweiligen Standardsätzen ihrer konventionellen Werbebroschüren. Wir müssen das Gedächtnis regelrecht angreifen. Diese Methode prägt sich in unser Gedächtnis wie der erste Kontakt eines Jungtiers mit seiner Mutter. Ein Beispiel. In den USA ist die Autovermietung Hertz der Marktführer. Eine scheinbar uneinholbare Position. Der größte Konkurrent, Avis, positionierte sich daher sehr geschickt mit dem folgenden Slogan: We are second, so we try harder. Die Gegenposition ist ein klassisches Manöver und zementiert eine Marke. Selbst wenn es wie in diesem Fall nur ein zweiter Platz ist. Denkbar ist auch die Leitermethode, mit der man sich an bestehenden Marken hochziehen kann, um eine Unposition zu nutzen. Nein, das ist keine Cola. Das ist 7-Up. Idee Nummer 4. Die Lücke. Cherchez le creux noir. Suchen Sie nach einer Lücke.
Um einen Verfolger zu positionieren, kann man sich der Lücke effektiv bedienen. Wie vieles im Leben ist auch das Marketing ein dynamischer Prozess. So gelang es Volkswagen, sich in den USA mit dem folgenden prägnanten Slogan neu zu positionieren und eine Gegentrendlücke zu nutzen. Think small. Zwei Worte, die die Wahl beim Autokauf nachhaltig beeinflusst haben. Es gab vorher schon Kleinwagen, aber VW gelang es so, diese Position für sich als Synonym zu besetzen. Ein anderes Beispiel ist NyQuil, das erste Erkältungsmedikament für die Nacht. Beide wurden so in ihrer Lücke zum Marktführer. Idee Nummer 5. Deine Position. Das Ziel dieses Buchs ist die bessere Positionierung, ganz klar. Aber es wird davor gewarnt, einfach blind loszurennen und zugleich empfohlen, lieber analytisch vorzugehen. Anhand der folgenden 6 Fragen kann man diesen Prozess in Gang setzen. Diese Fragen sind einfach gestellt, aber eine Herausforderung in der Umsetzung. Mach was draus. Erstens, welche Position hast du jetzt? Dafür fragst du am besten nicht dich selbst, sondern deine Kunden. Nur so gewinnst du neue Erkenntnisse, wirst aber vielleicht auch vor die Hörner gestoßen. Zweitens, welche Position willst du einnehmen? Fokus ist das Geheimnis. Bevor du versuchst, alles für deine Zielgruppe zu sein, priorisiere und schärfe deine Expertise. Drittens, wer ist dein Gegner? Vergiss einen Frontalangriff auf den Marktführer. Das ist Bullshit. Geh um ihn herum und versuche ihn so zu bezwingen. Denke daran, Kunden kaufen nicht, sie wählen. Bestimme das Spielfeld. Viertens, verfügst du über genug Kapital? Wenn du nicht in derselben Werbebudgetliga spielst, brauchst du vor allem Ideen. Aggressive Werbeplätze werden dir nichts bringen, außer Elend. Fünftens, kannst du dir erlauben, an deiner Positionierung festzuhalten? Du musst Jahr für Jahr am Ball bleiben. Der Markt ist dynamisch und kann skrupellos sein. Sieh die Welt durch die Brille eines Außenstehenden, denn Unkenntnis ist oft Objektivität. Sechstens, passt deine Positionierung zu dir. Kreative Menschen lehnen Positionierung oft ab. Es beschränke ihre Kreativität. Doch das ist fatal. Frage dich, passt deine Werbung zu deiner Position? Wenn du die Weisheiten in diesem Buch verstehst und befolgst, wirst du unaufhaltbar. Das waren 5 Ideen aus dem Buch Positioning von Al Ries und Jack Trott. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können und kannst dich jetzt neu positionieren. Das Buch ist natürlich, ich weiß, sehr, sehr viel umfangreicher als das, was wir in 5 Ideen präsentieren können. Deshalb hör dir auf jeden Fall den 5 Ideen Podcast an. Da spreche ich nochmal sehr viel ausführlicher darüber. Ansonsten empfehle ich dir, es selber zu lesen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich im 5 Ideen Club begrüßen dürfte. Ist jetzt seit 1. Februar online. 5 Rubriken, die wir jeden Monat bespielen. Business, Mindset, Körper, Karriere und Geld. Also, mach was draus. Ich freue mich, wenn du am Start bist. Das nächste Video ist bereits in Arbeit.